Jo, seid willkommen zu Top oder Flop und ich habe einen Wunsch erhalten von einer meiner treuesten Abonnenten, dem Sirax. Er hat sich drei Games gewünscht. Und ihr seht schon, das erste ist tatsächlich ein Mega Man Game, das mir persönlich noch relativ unbekannt ist, Mega Man ZX. Und es soll ein verdammt cooles Mega Man Game sein. Boah, und der Teilscreen sieht schon mal episch aus. Na, sind wir da mal gespannt. Press Start. New Game. Mal gucken, was das ist. Man kann auswählen zwischen Easy und Normal. Wir machen das Ganze mal auf Easy, denn wir wollen das Ganze mal angucken, wie das Game denn so aussieht. Ah, okay, man kann zwei auswählen. Entweder Frau oder Typ. Ale oder Vent. Gut, ich würde sagen, wir nehmen mal Vent. Gut, gucken wir uns mal. Das ganze Gerede an. Da kann man es vielleicht überspringen oder so. Weil sonst haben wir nicht mehr vom Spiel, ne? Sound-Tournee, Drive und Package vom Dingenskirchen. Archlogy Recurrent. Okay, man kann es anscheinend nicht erklicken. Schade. Gut, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Gut, bei Mega Man Zero kann man es auch nicht wegmachen, deswegen ist das schon in Ordnung. Alright. Ich bin wirklich gespannt. Die Spielgrafik sieht schon mal nice aus. Wenn ich Move Out. Okay, das sind wahrscheinlich wir. Und die andere. Keine Ahnung. Sieht sehr interessant aus. Sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Ich überlege, ob ich das irgendwann mal let's playen werde. Vielleicht irgendwann so nach Mega Man Zero. Gar nichts Quest, bla 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 bla. Skippen wir mal das Ganze ein bisschen vor. Wow, werden angegriffen! Ach ja, die Mavericks mal wieder. Das hört sich an wie von den TIE Fighters, das Geräusch. Schlechte Star Wars Elemente. Alter Schwede, die Grafik flasht mich hier gerade richtig. Boah, sieht das genial aus. Wow, da schwebt was. Was kann das sein? Rennen wir doch mal hin und gucken uns das an. Grab, bla bla bla, jetzt kommt erstmal Tutorial. Okay, wer sind die ganzen Typis? Oh, alter Schwede. Also, dass das Game kein Flop ist, steht ja wohl außer Frage. Das Game ist awesome. Das Game ist wirklich bisher absolut awesome. Auf die ersten paar Minuten. Guckt euch mal diesen hammermäßigen ersten Eindruck an. So, jetzt will ich aber noch die Steuerung sehen. Modell X. Erinnert mich gerade an Mega Man X oder so. Boah, was ist das denn? Hammermäßig.
Alter Schwede, das Game hat sogar Anime-Cutscenes. Ist das nicht der Hammer? Und das für den DS? Na, obwohl, was sage ich für den DS? Ist eigentlich kein großes Kunststück für den DS. Ich meine, guckt euch mal den 3DS an und die ganzen Spiele. Da ist das schon Standard. So, jetzt will ich aber noch die Steuerung ein bisschen checken. Okay, wir können wie im klassischen Mega Man springen. Und so Amos abschießen. Was, wenn wir auf Start? Okay, das erinnert mich gerade an Mega Man Zero. Da kriegt man bestimmt mit der Zeit noch so ein Schwert dazu. Dann am Rand unserer Energieanzeige. Ja, und ich mache jetzt noch ein paar Ah, okay, man kann den Schuss natürlich aufladen, ist klar. Und was kommt dann? Aha, wenn das so sliden, können wir auch. Und dann... Bums! Ja, natürlich kriegen wir unseren Hammer-X-Buster dazu. Ja, ist natürlich... Man will es gerade weiterspielen, aber dann wäre die Folge ewig lang. Gut. Das Level wird dann, glaube ich, auch ein bisschen lang werden für die Folge. Ich meine, gut. Irgendwann kommt ein Boss dazu. Kann ich mir denken. Gut. Also mein Fazit, die Steuerung ist Hammer. Die Musik ist der Hammer. Die Grafik ist sowieso der Hammer. Da scheine ich gerade nicht reinzukommen. Jetzt rauszufinden, wie wird aber auch zu viel Zeit kosten. Oder kann man was drücken vielleicht? Ne, fehlt scheinbar irgendwas. Gut, Leute, damit würde ich sagen, war es von diesem Spiel, also von Mega Man X, ZX oder so. Keine Ahnung. Ich kann schon vergessen, weil das Spiel so awesome ist. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten DS-Spiel. Der Xerox hat sich mir nur ein zweites Spiel gewünscht, und zwar ist es Space Invaders Extreme von Square Enix, den, glaube ich, Machern von Kingdom Hearts und anderen ziemlich geilen, epischen Spielen. Taito, alles recht bekannte Firmen. Oh, nice. Ich glaube, heute bekommen wir nur so eine Awesome Games. Na, gehen wir mal ein A. Ja, komm, einfach mal A. Dann ist es sowieso nur ein Test jetzt. Arcade-Mode, genau. Stage 1. Chain? Wie müssen wir das jetzt gerade machen? Moment. Ich versuch das mal, gut, ich kann es gerade irgendwie nicht bewegen. Ist es gerade normal, dass ich nicht bewegen kann? Ist ja komisch. Ich versuche gerade mal mit dem Touchpin. Hä? Ist komisch, ich kann es gerade irgendwie nicht bewegen. Nee, ich kann es gerade irgendwie nicht bewegen, das Raumschiff. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja gerade komisch. Ich drück doch nach links und rechts. Hä? Moment mal. Alter, gerade heute funktioniert die Steuerung. Die hat doch gerade auch funktioniert. Ja, sorry, ich muss gerade mal gucken, ob irgendwas nicht falsch ist oder so. Denn irgendwie will gerade meine Steuerung nicht funktionieren. Hä? Player. Komisch, ja. Schade, ich kann das Raumschiff gerade irgendwie nicht bedienen oder so. Moment, ich muss gerade mal was im Menü gucken. Also irgendwas stimmt hier nicht. Einstellung.
Rekord, Standard, Modul, Namen eingeben, Daten löschen, Paddle. Paddle Controller an- oder ausschalten. Ich mach einfach mal aus. Ich weiß gerade nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich hier das am Rand. Touchscreen-Effekte aus. Keine Ahnung. Paddle ist jedenfalls auf ausgestellt. Ja, ist egal. So. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Wäre nämlich schade, wenn nicht. Stage 1. Ah, doch. Ja, jetzt geht's. Ja, es sieht verdammt genial aus, Leute. Dieses Space Invaders Extreme für den DS. Es ist farbenfroh. Es hat eine hammergeile Musik. Also es ist wirklich ein Space Invaders per excellence, muss ich gerade sagen. Boah, alter Schwede, ist das cool. Also Xerax, ich muss sagen, von dem Tipp kam, verdammt guter Geschmack. Ich meine, von ihm kam der Tipp von Mega Man XZ oder so. Von ihm kam der Tipp Space Invaders, was wir gerade zocken. Und von ihm kommt auch das dritte Spiel heute. Also, bei den Tipps, bei den heutigen Spielen könnt ihr euch beim guten C-Rex bedanken, denn die Tipps stammen von ihm. Ich bin ja bloß der, der es dann austestet und bewertet. Und ich kann nur sagen, bisher awesome, 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 awesome. Hammermäßig. Warum? Waren viele, eigentlich zu viele Spiele von der damaligen Zeit. Jetzt mal ausgenommen von Mario Bros. Und Mega Man und so weiter. Die ganzen alten Klassikern, die sowieso awesome sind. Warum gab es damals so viele, jetzt als Beispiel Jump'n'Run Games oder Lizenz Games, die einfach nur so schlecht waren? Allein schon die ganzen LGN-Games. Warum? Na, gut, man kann sagen, dass wir heute ein anderes Zeitalter haben als damals. Ihr seht schon allein an diesem Spiel, was die heutige Technik einfach nur an den Start bringen kann für coole Spiele. Boah, und guckt euch mal diese hammergeilen Spezialwaffen an, die wir haben. Das ist sogar noch besser als das letzte Space Invaders, das ich hatte. Ja, gut, wir haben noch Zeit. Wir zocken das Ganze mal noch ein bisschen durch. Ja, und ich habe hier nichts zu bemängeln. Das Game kriegt von mir, ich sag mal so, die volle Punktzahl, denn das ist einfach nur awesome. Anders kann man das nicht beschreiben. Das ist komplett awesome. Hammer. Ich bin schwer beeindruckt. Wirklich, ich bin gerade schwer beeindruckt. Ich bin beeindruckt von den Socken. Ich weiß gar nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ja. Außer, dass es einfach nur, ja, awesome ist. Der Hammer. Lohnt sich zu kaufen. Ja. Lohnt sich echt zu kaufen. Es ist nicht so schnell vorbei. Man kann es, ja, so. Ja, man kann das richtig weit zocken hier, dieses Space Invaders. Und ja, man kann hier echt auf so richtig locker flockig auf Highscore gehen. Oh, Boss Attack. Gut, das ziehen wir uns noch rein. Das muss ich mir noch reinziehen. Ich weiß gar nicht, was mich gerade getroffen hat. Naja, habe ich mal einen Boss mal gesehen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum dritten Spiel heute. Und es ist wieder ein Spiel vom guten C-Rex. Und ja, mal gucken, was es ist.
Es ist natürlich Contra 4. Für den DS. Also alle drei Spiele heute waren für den DS. Von Konami natürlich. Und Contra, ja, ich denke mal, jeder... Oder sagen wir mal, fast jeder... Retro-Gamer wird dieses Game kennen. Contra, ein verdammt schweres Spiel. Aber auch ein verdammt geniales Spiel. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ah, jetzt habe ich wieder den Button verwechselt. Jetzt habe ich falsch gedrückt. So, Arcade-Mode. Singleplayer. Ich finde es kurz mal auswählen kann zwischen Easy, Normal und Hard. Das ist auch praktisch für die Anfänger, die mit Contra noch nie was zu tun hatten, so richtig. So, Jungle. Stage 1. Ja, und das war natürlich klar, wer Contra kennt. Da ist nicht viel mit Story, da geht's gleich wild zur Sache. Da wird geballert und geschossen. Ja, eigentlich ist eigentlich beides das Gleiche. Ja, und natürlich wieder mal ganz im Contra-Stil. Ich glaube, ein Treffer und man ist tot. Dafür aber hat man verdammt geile Waffen. Dafür hat man verdammt nochmal geile Waffen, wie ihr gerade schon sehen könnt. Und dieses Contra, ne? Vor allem dieses hier gerade, das haut mich gerade echt von den Socken. Ich meine, guckt euch diese Grafik an, guckt euch die Spielelemente an, guckt euch... Ja, guckt euch das ganz Spiel an. Alle explodieren. Wir schießen euch gegen. Ah, das ist doch ein Contra, wie es im Bilderbuch steht. Einfach mal nur herrlich. Einfach mal ohne lang zu fackeln. Einfach mal. Ein wildes Geballer. Genauso stellt man sich ein Contra-Spiel vor. Ich weiß noch, damals auf dem Jahrmarkt, auf so, ja, ich glaube, es war im Urlaub oder so, da gab es so Arcade-Automaten und da waren solche Games wie diese. Und ich meine, wer hat nicht schon mal so ein paar Mark in so einen Arcade-Automaten gesteckt und einfach mal so ein Game gezockt am Arcade-Automaten? Ich sag euch, das Gefühl, das vergisst man sein ganzes Leben nicht. Dieses Gefühl, wenn man, oh, Game Over, man muss dann noch ein paar... Ah, man steckt eine Mark ein oder so. In dem Fall waren es Pesetas, halt so spanisches Geld. Und ja. Holt sich von Eltern noch ein bisschen. Holt sich von Eltern noch ein, zwei Pesetas mehr oder ein, zwei Mark. Und dann zockt man einfach mal eine Runde weiter. So eine Art Continues. Ja. Continues auf solchen Automaten waren halt ja Markstücke. Ist auch eine Art Geld zu verdienen für die Videospielindustrie. Ja, so war das damals. So war das damals. So habe ich das damals erlebt. Ja, und mein Fazit zu diesem Contra ist hammergeil. Es macht richtig Spaß zu spielen. Man hat jetzt allein schon Easy Mode verdammt coole, verdammt viel Leben. Das finde ich sehr fair. Vor allem, wer Contra kennt, der weiß, wie schwer dieses Spiel noch werden kann. Und da ist doch mal so ein Easy-Mode, vor allem für Anfänger, doch mal genau das Richtige. So, da können wir zumindest hochschießen und dann macht er das. Wieder Spieler in eiskalt verarscht hat. Tja, das ist Contra, Leute. Das ist Contra. Einfach nur wildes Geballer, Action, Gegner, Bosse. Let's party, genau. Das ist ein schönes Spiel, Leute. Das ist ein richtig schönes Actionspiel, wie es im Bilderbuch steht. So. Und leider ist die Zeit auch schon vorbei für heute. Wie gesagt, mein Fazit zu allen DS-Games heute. Hammer. Einfach nur der Hammer.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Vor allem zu Contra grad. Die Musik passt, die Grafik passt. Es passt einfach alles. Es ist so ein wundervolles Spiel. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Folge. Ich möchte mich nochmal bei Xerox bedanken für diese wundervollen Games. Und ja, wenn ihr irgendwie Spielevorschläge habt, von, keine Ahnung, Nintendo bis hin zur PlayStation 1, bis hin zum Mega Drive, über N64, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ich werde sehen, ob ich diese Spiele finden kann. Und sie dann natürlich anteste für euch. Und dann dementsprechend auch bewerte. So, aber das soll es von mir gewesen sein für heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Top oder Flop oder bis zum nächsten Part. Tschüssikowski, Leute.